Heute will ich aus Ajax Amsterdam nach über 30 Jahren wieder einen Champions League-Sieger machen. Dabei ist aber das Verpflichten von Spielern im gesamten Video deaktiviert. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Bevor wir reinstarten, Leute, Liebe da lassen. Daumen nach oben für euch, ein kleiner Klick, Abo-Glocke, um nichts weiteres zu verpassen. Kommentar von Algorithmus gerne noch mit weiteren Vorschlägen. Liked Sachen hoch, die euch gefallen. Und jetzt, Leute, legen wir los. Ajax-typisch beginnen wir die Karriere natürlich mit einem Kader, der gespickt ist mit guten bis sehr guten Talenten. Was Ajax untypisch ist, ist der aktuelle 5. Tabellenplatz in der Eredivisie. 45 Punkte nur auf dem Konto, 30 Punkte hinterm Tabellenersten, hinter Eindhoven. Also Ajax erlebt in der Realität auch eine absolute Horrorsaison. Wir wollen im heutigen Video aber auch beweisen, dass es nicht einmal Transfers benötigt, um aus diesem Ajax-Kader, dieser Startelf hier, wieder eine richtig erfolgreiche Mannschaft zu machen. Denn an Talent mangelt es hier auf gar keinen Fall. Mit Joril Hato haben wir alleine eins der besten Innenverteidiger-Talente mit gerade mal 17 zum Start. Grüße an die Frankfurter, die werden nämlich Dian Dramay noch gut kennen, ist im letzten Sommer von Frankfurt zu Ajax gewechselt und ich glaube, wenn man sich mal anguckt, in der Realität wie Trapp performt und eben auch ein Ramay jetzt bei Ajax Stammkeeper geworden, dann würde ich mir schon so ein bisschen in den Arsch beißen. Und zu guter Letzt können wir auch Brian Brobbey erwähnen, der sein Ajax Comeback gegeben hat, war ja kurze Zeit in der Bundesliga bei Leipzig, hat alles andere als funktioniert und jetzt zurück in den Niederlanden funktioniert es eben wieder. Um jetzt natürlich auch zu garantieren, dass die richtigen Spieler, in dem Fall natürlich Talente, von Anfang an spielen und auch Stammspieler sind, müssen wir natürlich Spieler verkaufen, darunter Borna Sosa, der gerade kam von Stuttgart, geht wieder zurück, Berghuis geht zu Paris Saint-Germain und Bergwijn zu Inter Mailand. Da ich mir das mit den Verkäufen aber auch ein bisschen fruchtbarer vorgestellt hatte. Seht ihr es im Hintergrund, Leute, habe ich bei 3 oder 4 Spielern den Vertrag aufgelöst, darunter Jordan Henderson, weil das sind eben Spieler, die mehr als nur im Weg stehen werden. Für die endgültige Mannschaft fehlen jetzt noch 2 Spieler, die aktuell verliehen sind. Der erste ist Owen Wijndal, war glaube ich vor 1 oder 2 Jahren ein sehr gutes Talent als Linksverteidiger. Mittlerweile nur noch ein 79er Potenzial, 23 Jahre, aber auch immer noch jung, da kann man noch was rausholen und natürlich holen wir ihn zurück. Der zweite Spieler, den wir zurückholen, das ist Francisco Conceição. Ist aktuell an den FC Porto ausgeliehen. Ich habe keine Ahnung, ob das ansatzweise richtig ausgesprochen war, kam doch glaube ich auch von Porto. Scheint in den Niederlanden noch nicht so richtig funktioniert zu haben. In diesem Video soll und muss es aber funktionieren und deswegen holen wir ihn eben zurück. Und das hier ist also die Mannschaft, die hoffentlich in ein paar Jahren das Champions League Finale erreichen wird. Ramay im Tor hatten wir ja gerade schon, Viererkette, Rentsch und Wijndal als Außenverteidiger, den wir ja zurückgeholt hatten. Hato, unser bestes Talent in der Innenverteidigung, neben Jutalo, unseren besten Spieler, was die Gesamtstärke angeht. Mittelfeld dann für mich relativ unbekannt. Tahirovic hatte ich glaube ich mal in einem der Showdowns. Wir haben Kenneth Taylor, müsste er glaube ich heißen, und Linson nenne ich ihn jetzt einfach mal. Vorne wird es dann aber auch wieder besser mit Brobbey 78, zusammen mit Jutalo, unser bester Spieler, Carlos Forbes, den sie ja von City verpflichtet hatten, hier Ajax, und Conceição, den wir ja auch von der Laie zurückgeholt haben. Ramay im Tor und unsere Abwehrspieler kriegen dazu noch von mir kleine Stützräder zur Verfügung gestellt, indem ich jetzt ein paar Coaches für die Abwehr und eben fürs Tor eingestellt habe. Denn auch ohne Verkäufe, mit absoluter Bestbesetzung, Henderson und sonst wem in der Starthilfe, ist Ajax auch so schon nur die Nummer 3 in den Niederlanden. Besonders Eindhoven, ich hatte es ja am Anfang erwähnt, 30 Punkte aktuell vor Ajax Amsterdam, aber auch Feyenoord Rotterdam haben eben Amsterdam überholt und umso gespannter bin ich jetzt mit einer eher schlechteren Startelf, wie dieses erste Jahr laufen wird. Angekommen dann endlich im Juni 2024, lief es auf jeden Fall nicht so katastrophal wie gerade in der Realität bei Ajax. Was jetzt aber im Umkehrschluss auch nicht bedeutet, dass wir auf Safe Meister geworden sind. Es ist unfassbar knapp gewesen zwischen uns, Twente und Eindhoven. Am Ende wird Eindhoven leider Meister. Einen Punkt vor uns eben. Wir haben auch die deutlich bessere Tordifferenz. Also wir haben auf jeden Fall deutlich weniger Gegentore gefangen. Das wollte ich damit sagen. Ein Punkt, ja, vor Twente auch in dem Fall. Ich weiß gar nicht, was bedeutet Platz 2. Ich glaube Champions League, aber über die Qualifikation. Wenn mich nicht alles täuscht. Das ist immer so, glaube ich, das Ding hier in den Niederlanden. Man muss eigentlich Erster werden, weil sonst geht es immer in 80 Millionen Quali-Runden noch vorher. Leider auch nicht den niederländischen Pokal gewonnen, den Oranje Beka. Da sind wir, glaube ich, im Halbfinale. So sieht es aus, eben gegen Twente ausgeschieden. Und zu guter Letzt die Europa League, wo wir im nächsten Jahr schlimmsten Fall auch wieder uns befinden werden. Da sind wir Gruppenzweiter geworden. Leider Gottes nur in der Vorrunde eben Galatasaray als Gegner gehabt und damit 5:3 verloren. Zu guter Letzt natürlich der Blick auf die Mannschaft zum Ende der Saison. Ich würde mal behaupten, die Spieler, von denen ich es mir erwartet hatte, haben sich auch genauso entwickelt. Wir haben Ramay einfach mal plus 6, auch Brobbey vorne plus 4, Conceição auf eine 80er Gesamtstärke, Forbes bei einer 76, Taylor, glaube ich, auch ein riesiges Plus auf eine 78. Ich mache mir nur ein bisschen um seine Partner Sorgen. Tahirovic und auch Linson nenne ich ihm, wie gesagt, einfach weiterhin. 73 und 74 sind die mit Abstand schlechtesten Spieler in der Startelf. Kann aber auch noch werden, denn Potenzial haben beide, glaube ich, bei 82, 83 mit dynamischem Potenzial. Geht da bestimmt noch was. Von den Scorern in diesem ersten Jahr haben vor allen Dingen Brobbey mit 32 und Forbes mit 23 losgelegt, wobei ich aber auch Taylor nicht außen vor lassen möchte. Mit 24 Torbeteiligung, 16 Vorlagen alleine ist stark. Dann haben wir Conceição mit 13 und Linson mit 11. Das ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Sollte auf jeden Fall kein Potenzial-Downgrade bedeuten. Das erste Jahr ist also damit abgeschlossen. Es lief in Ordnung, also besser auf jeden Fall als das Ajax Amsterdam aus dem Real Life. Und vielleicht können wir ja im nächsten Jahr auch mal wieder Meister werden. Uff, Leute, jetzt weiß ich nicht, was ich genau machen soll. Wir haben nämlich hier Georgis Mikautadze. Der ist von seiner Leid zurück.
zurückgekommen. Der Mann aus Georgien, 77er Gesamtstärke, kann man zum Zehner umtrainieren. Dauert auch nicht so lange, um genau zu sein, 4 Wochen. Er würde halt Linzon ersetzen, der halt nur eine 73er Gesamtstärke hat. Das wäre ein Plus von 4. Andererseits Linzon aber auch an Potenzial dazu gewonnen. Und ja, das wäre irgendwie schon ein bisschen wack, den jetzt irgendwie wegzumachen. Deswegen, Mikko Tatze, es tut mir leid, du darfst auch nicht im Sturm spielen. Du darfst auch nicht als Zehner da sein. Du darfst gar nicht da sein. Ihr könnt ja mal gerne kommentieren, was ihr in so einer Situation gemacht hättet. Ich hoffe mal, dass der Junge aus Island mir dieses Vertrauen auch zurückzahlen kann, indem er sich gut entwickelt. Vielleicht haben wir ja wirklich zum Ende der Saison auf jeder Position eine 80er Gesamtstärke. Ich weiß nicht, ob das Ganze ein bisschen zu sportlich ist, gerade eben halt mit Tahirovic und Linzon. Beim Rest, da bin ich mir eigentlich schon sicher, da wird es passieren. An der Stelle wird es jetzt aber auch Zeit für die zweite Kalendersimulation. Ihr seht, Leute, Champions League Quali, unser erster Gegner wird Sturm Graz sein. Mal gucken, ob wir die Champions League, die Königsklasse eben auch erreichen können. Auf zum Juni 2025. Nein, Galatasaray, die werden mich wieder so wegmachen. Nein, wir sind nicht da. Angekommen dann also auch am Ende der zweiten Saison mittlerweile, war dieses Jahr auf alle Fälle ein Schritt nach vorne für Ajax. Nicht, was die Liga angeht. Also, das wusste ich, um ehrlich zu sein, nicht. Ich habe mir aber auch schon gedacht, wir haben ein paar Mal zu oft unentschieden gespielt und Feyenoord Rotterdam rasiert alles und holt 84 Punkte. Ja, letztes Jahr Eindhoven und dieses Jahr sind ja nicht wir dran, sondern Feyenoord, die letztes Jahr irgendwie Vierter waren oder so. Also, auch völlig weit entfernt und jetzt sind sie komplett da. Immerhin bleiben wir nicht titellos, denn wir gewinnen den Pokal, den Oranje BK im Finale gegen gerade eben angesprochenes Feyenoord Rotterdam. Also, ich glaube, in direkten Duell sind wir schon bestimmt das bessere Team, die beste Mannschaft bestimmt auch mittlerweile wieder in den Niederlanden, aber wir verlieren oder beziehungsweise spielen zu oft unentschieden. Zu guter Letzt die Champions League, beziehungsweise ja, es ist nicht die Champions League. Quali für die Champions League kann ich euch leider nicht zeigen, da sind wir aber gegen Galatasaray geflogen und werden auch nur Zweiter hinter Beşiktaş, also die türkischen Mannschaften haben uns sowas von an den Eiern, Alter. Dann gehen wir in die Vorrunde und ja, wie letztes Jahr scheinen wir dieses Jahr nur gegen Man United aus. In der nächsten Saison muss unbedingt die Meisterschaft in der Eredivisie her, denn diese Mannschaft hier verdient es auf alle Fälle langsam, aber sicher, bis auf eben am Anfang auch angesprochen, Tahirovic und Linzon vor der Saison, dass die eben nicht die 80er Gesamtstärke erreichen, ist auch eingetreten. Ansonsten alle Spieler bei dir sogar deutlich über eine 80er Gesamtstärke, Brobbey sogar mit einer 87. Ich sag mal so, das einzig Positive ist, dass Linzon das Vertrauen zurückbezahlt hat, indem er 26 Scorer macht. Das sind die drittmeisten. Forbes kommt auf 23, Konsesau auf 36, der Topscorer, und Brobbey auch wieder sehr, sehr stark mit 31. Wie gesagt, Leute, titellos sind wir immerhin nicht geblieben, aber das reicht als Ajax Amsterdam natürlich nicht. Wir wollen, wie gesagt, unbedingt im nächsten Jahr Meister werden und uns auch unbedingt mal für die Champions League qualifizieren. Gutes Gefühl für dieses Jahr, denn zum Ende dieser Saison sollten auf alle Fälle alle Spieler dieser Startelf mindestens eine 80er Gesamtstärke haben und von da an können wir schon so langsam aber sicher auf die Champions League gucken. Viel wichtiger wäre es, die Champions League aber auch erstmal zu erreichen. Da haben wir wieder einen türkischen Club aus der Super League, Beşiktaş, auch mal wieder unser Gruppengegner aus der Europa League letzte Saison. Haben wir mal wieder als Gegner in der Quali. Mal gucken, ob wir es vielleicht dieses Mal packen. Ja, dritte Saison mit Ajax und wir spielen immer noch nicht Champions League. Ist ein bisschen komisch, sage ich euch ehrlich. Digga, was ist mit diesen türkischen Mannschaften los? 3 Jahre in Folge Europa League. Ey, ich kotz im Strahl. Offensichtlicher kann das Spiel einem gar nicht sagen, gewinn erstmal die Liga oder die Europa League, um dich überhaupt erstmal sicher für die Champions League zu qualifizieren. Haben wir eins davon gemacht, ist die Frage. Ja, können wir schon mal zur Liga sagen. Endlich. In der dritten Saison haben wir es also geschafft, mit Ajax Amsterdam in der Eredivisie Meister zu werden. 83 Punkte auf dem Konto, 8 vor Eindhoven und ja, 14 Punkte vor Feyenoord. Oranje BK dafür nicht gewonnen, kein nationales Double, ist mir aber auch herzlichst egal. Wir haben den Pokal gewonnen und sind ja in der ersten Runde ausgeschieden. Und selbst wenn wir nicht die Liga gewonnen hätten. Die Europa League haben wir ebenfalls gewonnen. Im Finale mit 2:0 gegen Neapel, davor Manchester United unsere Rache genommen. Viertelfinale Monaco, Achtelfinale 10:3 gegen Lyon und auch endlich Gruppensieger geworden. Man könnte aber auch mal vorsichtig meinen, dass es so langsam aber sicher Zeit wird, für diese Mannschaft, die ihr im Hintergrund seht, in der nächsten Saison auf sicher safe Champions League zu spielen. Übelst krasse Gesamtstärken, Brobbey vorne schon bei einer 90, Konsesau mit einer 89, unsere zwei schlechtesten Spieler mit 82 und 83 immerhin. Also da wird es bestimmt noch so 2-3 Jahre benötigen. Von den Scorern dieses Jahr einfach nur wow. Brobbey mit 42 Toren, 8 in der Europa League, 31 in der Liga. Konsesau auch sehr wild mit 40 Scorern, 26 Tore, 14 Vorlagen. Das vierte Jahr steht also in den Startlöchern. Es ist das erste Jahr, in dem Ajax Amsterdam zurück in der Champions League ist. Da es zumindest meiner Meinung nach offensichtlich ist, dass diese Mannschaft noch nicht ganz bereit für den Henkelpott ist, bin ich jetzt einfach mal so frei gewesen und zum Ende der vierten Saison gesprungen, im Juni 2027.
Eine gute Nachricht hat dieses Jahr. Ajax Amsterdam ist wieder die absolute Nummer 1 in den Niederlanden. Meister werden wir ein zweites Jahr in Folge, also mit 14 Punkten Vorsprung vor Eindhoven und Feyenoord. Die beiden Mannschaften, die uns also in den ersten Jahren so ein bisschen geärgert haben, werden jetzt also doppelt und dreifach zurückgeärgert. Oranje BK, ähnliches Spiel, glaube ich, wie in der letzten Saison. Wir sind in der ersten Runde gegen Heracles ausgeschieden. Und zu guter Letzt die Champions League. Unser Comeback Aston Villa gegen Florenz in 2027 im Champions League-Finale. Wollt ihr mich verarschen? Da hätten auch wir stehen können. Die Ironie des Schicksals ist halt auch, dass wir gegen dieses Aston Villa im Achtelfinale ausgeschieden sind. Im Elfmeterschießen. Sehr bittere Pille und Florenz hat einfach mal direkt Man City rausgehauen. Dann im Viertelfinale, ja, haben sie Juve rausgehauen. Halbfinale Sporting. Was ist das für ein Halbfinale? Ach ja, und wir sind Gruppensieger geworden. Also es lief gar nicht mal so schlecht. Der Blick auf die Mannschaft zum Ende der Saison. Wir haben jetzt also insgesamt 5 90er Gesamtstärken in der Startelf. Die beiden Innenverteidiger, Ramay im Tor und die drei Angreifer, allesamt mit einer 90 oder mehr. Schlechteste Gesamtstärke ist die 86 von Tahirovic. Also wie gesagt, Leute, ein oder maximal zwei Jahre noch und dann kann man guten Gewissens sagen, diese Mannschaft muss sogar die Champions League gewinnen. Von den Torbeteiligungen dieses Jahr eigentlich alles beim Alten. Brobey macht Tore, weiß nicht, was Vorlagen sind. Konsesau und Forbes wieder sehr ausgeglichen und auch Linsson kommt auf 22 Scorer. Je weiter wir natürlich simulieren, desto größer werden auch nur unsere Chancen durch eine immer besser und besser werdende Mannschaft. Mal gucken, wie es in der nächsten Saison 2027-28 aussehen wird. Kurz mal im Januar nachgeguckt, Leute, und die schlechteste Gesamtstärke in unserer Startelf ist jetzt eine 89. Mal gucken, was das für die Champions League bedeutet. Trotz ersten Platz in der Gruppe, Inter unser Achtelfinalgegner, aber die scheinen kein Gegner zu sein. 3:0 gewinnen wir in Mailand. Und damit, auch wenn man heim nicht so gut ist in der Champions League, sollte klar sein, wir erreichen die nächste Runde 4:0. Und ich sage euch ehrlich, Leute, die Mannschaft hat mittlerweile so ein krasses Niveau erreicht, es ist wirklich komplett egal, wer unser Viertelfinalgegner ist. Da kann auch Man City, Real Madrid oder sonst wer kommen. Mal gucken, wer der Gegner letztendlich sein wird. Es ist Bayer 04 Leverkusen, die ja auch in der Realität unfassbar krass sind. 4:0. Die sind aber kein Gegner für uns. Florian Wirtz, beiseite mit dir. Und jetzt also noch Paris Saint-Germain. Mbappé, ist er ein Gegner, ist die Frage. 2:1 im Hinspiel, 4:3 im Rückspiel. Und im Mai 2028 bzw. Juni ist es also klar. Ajax Amsterdam steht wieder im Champions League Finale. Zuletzt haben sie 1995 gewonnen. Und da packen wir jetzt 33 Jahre drauf und wir stehen im Finale gegen Manchester City. 81 Punkte hätten in dieser Saison also nicht gereicht, um Meister zu werden. Zum Glück haben wir 90 Punkte geholt. Es wird aber kein Triple werden, Leute, also ein mögliches Triple, denn im Pokal sind wir im Viertelfinale war es. So sieht's aus gegen die Go Ahead Eagles ausgeschieden. Junge, das sind die wildesten Mannschaften, die uns da immer raushauen. Und zu guter Letzt die Champions League, Leute. Gruppensieger geworden, ohne Niederlage, 14 Punkte auf dem Konto. Im Achtelfinale Inter Mailand weggemacht. Im Viertelfinale war es dann Leverkusen und Paris Saint-Germain war noch die größte Herausforderung mit einem 4:3. Aber auch geschlagen und jetzt stehen wir im Finale. Aus 89 machen wir 90. Als schlechteste Gesamtstärke vorne Tahirovic, die ist auch nur dreimal überhaupt in der Startelf vorhanden bei den Außenverteidigern und eben Tahirovic gerade angesprochen. Ansonsten jeder Spieler mit 92. 93 ist die beste Gesamtstärke in der Startelf. Der absolute Wahnsinn. Ajax Amsterdam ohne Transfers, jetzt also im CL-Finale. Und das Ganze auch komplett verdient. Wie gesagt, 90er Gesamtstärke auf jeder Position. Brobey kommt auf 32 Torbeteiligung. Wir haben Konsesau mit 38 und auch Forbes wieder unfassbar stark mit 35. Die folgende Man City-Mannschaft trennt uns also noch vom Sieg der UEFA Champions League. Karrieremodus typisch, man blickt allein auf die Innenverteidigung. Absolute Weltklasse neben keine Ahnung, wer das ist. Oh, jetzt wird's gefährlich. Doku immer noch alleine, oh mein Gott. Ja, 17 Minuten, bisher geht nicht viel. Vielleicht jetzt mal die Ecke, Ederson pariert. Kommt da einer ran? Nein, natürlich nicht. Oh man, wo ist Brobey in der Mitte? Da sehe ich ihn doch, da sehe ich ihn noch. Er hat so viel Platz, Brobey, komm. Nachschuss, Konsesau. So viel Glück gehabt, so ein Durcheinander. 28. Minute, Francisco Conceição, unser Portugiese auf dem linken Flügel, am Anfang von der Leihe zurückgeholt. Ich weiß nicht, wie lange er schon bei Ajax ist. Ich glaube, er war ein Jahr da. Es hat nicht so gut funktioniert, dann die Leihe. Und ja, hier bei uns hat es direkt von Anfang an funktioniert. Brobey, der ein bisschen Pech hat, dass der Ball hier ja Ping-Pong-mäßig nicht ins Tor geht. Und dann aber Conceição, keiner passt auf und er passt aber auf. Oh nein, nein, nicht nach der Ecke, nicht nach der Ecke. Oh mein Gott. Er greift zur Arschtasche. Nein, oh mein Gott, ich wollte schon sagen, ey. Ich rieche so das Tor in der 85. Minute für City. Spielen Handball um unseren 16er. Die spielen Handball um unseren 16er. Nein, der abgefälschte Ball. Wieso landet der denn bei Haaland? Ey, ja, Leute, 85. Minute. Ja, nee, es war die 87. Wie viel Pech kann man haben? Tchouaménis Schuss. Er wird abgefälscht von Jutalo, aber landet direkt vor Haalands Füßen. Ey, wie bitter kann das bitte sein? Der Typ war gefühlt das ganze Spiel abgemeldet.
und kommt auf einmal aus dem Scheiße nochmal nichts. Ach ja, Leute, auf Ansage natürlich der Ausgleich. Auf Ansage geht's in die Verlängerung. Let's go. Come on, schön eine weiter. Ja, Linson, Bruder, die Story, die Story. Ich habe ihm das Vertrauen gegeben. Scheiß auf Mikotadze, Digga. Let's go, Mann. Der Junge aus Island. Er bringt uns in Führung mit Ajax Tiki-Taka, Alter. Let's go, war das schön rausgespielt. Ich zeig den Spielzug von Anfang an. Junge, schön, Alter. Direkt gesehen. Zack, zack, zack. One-Touch-Fußball. Johan Cruyff wäre stolz, Alter. Let's go. Wunderbar herausgespielt. Linson hat den Platz. Mit der Innenseite sogar an Ederson vorbei. Rein ins Glück. Robbie Forbes, da ist die Lücke. Carlos Forbes, der X-Men City-Spieler. Der X-Men City-Spieler in der 106. Minute. Ist es also das 3:1. Und damit hoffentlich auch die Vorentscheidung. Junge, danke. Bitte danke. Let's go. Kiri, du darfst auch abpfeifen. Ich nehme den Controller sogar schon aus der Hand. Hallo? Danke. Jawohl, Leute. Wir haben es also geschafft mit Ajax Amsterdam. Ohne irgendeinen Transfer. Keine Spieler gekauft, ausschließlich verkauft und trotzdem also die Champions League gewonnen. Es hat auch gar nicht so lange gebraucht, wie ich erwartet hatte. Wir haben uns halt 3 Jahre elendig schwer getan, uns nicht mal für die Champions League zu qualifizieren. Und von da an ging oder fing der Stein so richtig an zu rollen, bis wir jetzt also das Champions League Finale erreicht haben. Das sogar mit einer kompletten 90er Startelf, also auch dahingehend der absolute Wahnsinn. Wirklich jeder Spieler in dieser Startelf hat eine 90er Gesamtstärke oder mehr. Die beste Mannschaft Europas hat es jetzt also gepackt, Leute. Bevor wir aber hier zu Daumen nach oben, Abschluss des Videos, Abo-Glocke und so weiter kommen, genießen wir erstmal diesen ersten Champions League-Titel. Ähnlich wie beim letzten Video dieser Art mit Toulouse, werde ich aber noch eine zweite Saison nach diesem CL-Sieg simulieren, in der wir gucken wollen, ob wir ein zweites Jahr in Folge mit dieser unfassbar krassen Mannschaft, die wir kreiert haben, also auch den Henkelpot gewinnen können. Das hier ist also vielleicht der erste Champions League-Titel in diesem Video. Kenneth Taylor hat die Ehre und darf den Henkelpot in die Lüfte halten. Also rein in die Kalendersimulation der mittlerweile 6. Saison, nicht nur in der Hoffnung, dass wir ein erneutes Mal die Champions League gewinnen können, sondern vielleicht auch nochmal als krönenden Abschluss zu diesem Video hier das Triple klar machen können. Ein Jahr später haben wir es also erneut geschafft, mal wieder Paris auch im Halbfinale geschlagen und wir stehen im Champions League Finale. Leider sei uns das Triple aber nicht gegönnt, denn wir gewinnen ums Verrecken den Oranje BK nicht mehr. Wir scheiden auch immer wieder in der ersten Runde eher gesagt aus, dieses Jahr gegen Herren Wien. Also es ist wirklich komplett wild, komplett wirr, aber sei es drum, Ehredivise, erster Platz, dieses Jahr sogar 90 Punkte. Und das ist die Mannschaft. Schlechteste Gesamtstärke ist jetzt also die 91 von Weindahl, ansonsten Tahirovic, 92, 91. Das ist aber so die schlechteste Gesamtstärke in dieser Startelf. Wirklich völlig crazy. Von den Torbeteiligungen dieses Jahr alles ein bisschen entspannter, außer Forbes. Der hat nochmal losgelegt mit über 40 Torbeteiligungen. Brobby dieses Jahr sogar ohne Vorlage ausgekommen. Konsesau mit 26 und Linson immerhin bei 20. Vollständigkeitshalber nehmen wir aber natürlich noch das Champions-League-Finale mit. In der Felddienstarena gegen Bayern 04 Leverkusen. Mal kurz der Blick auf deren Mannschaft. Schauen wir rein. Vlahovic, Raspadori, Barco, Schlotterbeck, De Ligt. Was machen die immer für Moves im Karrieremodus? Also das ist wirklich völlig crazy. Gehen wir aber trotzdem rein in das Ganze. Natürlich in der Schnellsimulation. Also entweder wir gewinnen das Ding oder halt nicht. 1:0, 88. Minute. Weindahl, der Mann, der uns also die schöne Bescherung bringt und den zweiten Champions-League-Sieg in Folge. Da könnte man glatt denken, wir sind wieder in den 80ern oder 90er Jahren, wenn Ajax Amsterdam zweimal in Folge Champions League Sieger wird. Nach den Statistiken sah das Ganze aber auch mehr als nur verdient aus. Das soll es jetzt aber an der Stelle wirklich gewesen sein mit dem heutigen Video. Ajax Amsterdam also ohne Transfers repariert, kann man auch so ein bisschen sagen, auf Basis der Realität, wo man wie gesagt nur Platz 5 belegt und ja gucken muss, wo man nächstes Jahr überhaupt international spielt. Wahrscheinlich wird es eben nur die Conference League. Man ist hinter Twente, hinter Eindhoven, Feyenoord und so weiter und so fort. Also das haben wir auf jeden Fall bewältigt und das ist wie gesagt gewesen sein an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen, wenn es der Fall sein sollte. Liebe da lassen, Daumen nach oben für euch, ein kleiner Klick, Abo-Glocke, um nichts weiteres zu verpassen. Kommentar für den Algorithmus, gerne auch in weiteren Vorschlägen, Like Sachen hoch, die euch gefallen. Und an der Stelle verabschiede ich mich. Wir sehen uns morgen 10 Uhr bei einer weiteren Karrieresimulation wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.